Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Weiter geht's mit der Quest. Wir haben als nächste Aufgabe, dass wir die Schuld begleichen müssen. Von der schlafenden Witwe, dazu müssen wir Richtung Lisa. Die steht am Jorvik-Stall. So, hüpf. Wir sind jetzt natürlich ganz auf der anderen Seite. Naja, nicht ganz. Noch mehr gegenteilig wäre Firgrove. Ja, aber wir haben trotzdem einiges an Weg vor uns. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Transporter ins Nilmas Hochland. Der ist schon echt extrem praktisch, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieser Transporter noch so wichtig werden wird. Ja, der ist schon gut. So. Ich überlege gerade, nehmen wir den Transporter jetzt gleich hier vom Wolfhell Inn Richtung Sunfields oder so? Eigentlich müsste ich jetzt zu den Sunfields kostenlos fahren können. Ich müsste mich mal als Familienmitglied ausgeben. Hallo, darf ich kostenlos fahren? Ich gehöre zur Familie. Vielleicht schlucken sie es ja. Ach. Die 25 Coins, also an den Schillingen soll es jetzt nicht unbedingt scheitern, an den Star Coins schon eher. Ja, ich habe ziemlich viel rausgepustet die letzten Tage. Es wird mal wieder Zeit, dass so ein Angebot kommt. Mit Postkarte und allem Drum und Dran. Jarlaheimfeld, da müssen wir hin. So, dann sind wir am nächsten zum Jorvik-Stall. Also das wäre jetzt echt nochmal schön. Ich hoffe ja darauf, dass so eine Postkartenaktion zu Halloween wiederkommt. Das wäre super cool. Ja, aber dann werde ich mir noch einen Monat gedulden müssen. Muss ich mal gucken. Ja, da hinten ist der gelbe Punkt. Das kann sich eigentlich nur um Lisa handeln. Die Stalleinfahrt. Warum heißt es Einfahrt und nicht ein Ritt? Die meisten reiten hier doch rein. Ah, da steht sie. Oh. Prima, Süße. Hallo, Dina. Jetzt bin ich endlich erholt und ausgeruht. Ich bin jetzt bereit, mit der schlafenden Witwe zu sprechen, um meine Schuld zu begleichen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Du kennst diesen Baum der Ewigkeit ja auch viel besser als ich. Außerdem glaube ich nicht, dass sie mir eine besonders einfache Aufgabe geben wird. Na klar, helfen wir dir dabei. Schön, dass du mir helfen willst. Ich denke, ich werde so viel Hilfe wie möglich brauchen. Hören wir erstmal, was genau die schlafende Witwe eigentlich will. Ich bin schon ganz neugierig. Und ich erst. Los doch. Bereit für ein Abenteuer? Gut, dann wollen wir mal sehen, wer zuerst bei der schlafenden Witwe ist. Der letzte beim Baum der Ewigkeit ist ein Ferkel. Es ist egal, welchen Weg du nimmst. Ich denke, ich werde bei der Farm der Goldspurs vorbei und über das nördliche Grautalgebirge reiten. Starschein, renn wie der Wind. Juhu! Einrennen! Yay! Es ist egal, wie wir rennen. Na toll. Ist viel zu schnell für uns. Habe ich überhaupt Hufeisen drauf? Ach komm. Ja. Das wäre jetzt eigentlich auch mein Weg gewesen, den ich gewählt hätte. Aber Lisa ist viel zu schnell. Wo ist sie denn schon hin? Das ist ja Wahnsinn. Ist verschwunden. Ach komm. Ja, gut, gut. Ja, wir sehen uns dann so in der Stunde, Lisa. Also, Opala. Silverkiss ist ja nun nicht langsam, aber Starschein, meine Güte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn jetzt Silverkiss Level 15 wäre. Championatsklamotten haben wir ja an. Ach, naja. Darum geht es ja jetzt hier auch nicht. Wir machen einfach einen gemütlichen Ausritt. Ne? Kleine Maus. Wir haben ja noch viel Zeit. Da müssen wir hin. Ja, hätten wir eigentlich auch hier hinten direkt links gekonnt irgendwie? Nee, ne? Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht her. Ich glaube, da kommen wir nicht her. Ich weiß es gar nicht. Das muss ich echt im Off mal ausprobieren. Das wäre mal interessant. Interessant wäre es jetzt auch gewesen, ob ich den Transporter in Richtung Unglücksrabenfarm oder wie das Ding nochmal heißt, hätte nehmen können. Na. Egal.
Jetzt sind wir sowieso nicht mehr so weit weg. Nur um die halbe Insel müssen wir noch rum. Okay, jetzt können wir hier abkürzen. Jetzt können wir ja hier, wo wir die Spuren gefunden haben von Starshine und Lisa, beziehungsweise Lisa im Riss. Können wir hier rum? Ist das eine Abkürzung? Ich fürchte natürlich wieder nicht. Ich fürchte, Klein Cuddy hat sich jetzt hier festgeritten. Nein, Silverkiss rettet die Situation. Wow! Komme ich jetzt hier weg? Ja, da hinten komme ich raus. Sehr gut. Da war das tatsächlich eine kleine Abkürzung, die wir genommen haben. Wuhu! Okay, ja, ne? So, auch eine schöne Kuhle hier. Ach Mensch, na los doch. Silver! Lass mich jetzt nicht im Stich hier. Wir haben nur noch 4 Minuten. Ach, ernsthaft jetzt? Oh. Ah, sehr gut. In die Richtung kommen wir raus. Meine Güte, okay, jetzt wäre ich dann doch schneller gewesen, wenn ich den normalen Weg genommen hätte. Und jetzt bin ich hier auch noch. Hier irgendwo sind auch Steine, wo man sich drin verstecken kann. Hatte mir mal jemand gezeigt. Aber ich weiß nicht mehr, welche das sind. Ich glaube, die Moni war das. Monika Blue Garden. Ja, Rennen beendet. Da, gucke mal da, wir waren sogar schneller als Lisa und Starshine. Ja, wie haben wir denn das gemacht, Silverkiss? Sind wir geflogen? Sind wir geflogen? Ah, Starshine ist toll. Das war cool. Du hast gewonnen. Dann bin ich dieses Mal wohl das Ferkel. Ferkel sind aber auch besonders süß, findest du nicht? Ja, das stimmt, Lisa, da hast du recht. Würde ich jetzt auch sagen, wenn sie nicht recht hätte, aber Ferkel sind schon goldig. Ist sie wirklich immer noch wach? Es scheint, als würde sie schlafen. Wir können wieder abhauen. Sie hat das mit dem Schuldbegleichen sicher vergessen. Lass uns wieder gehen. Willst du auch versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Ja, besser ist das. Dann versuchen wir mal mit ihr zu sprechen. Knirps uns. Es hört sich an, als ob sie schnarchen würde. Knarz und knirps. Ja, sie ist wach. Knarz. Es wurde Zeit. Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Oh, du bist ja wach. Knarz und knack, meine teure Freundin. Ich bin so wach wie ein Vogel am frühen Morgen. Ich möchte mich noch einmal bei dir für meine Rettung aus dem pandorischen Gefängnis bedanken. Ohne deines, Darscheins und Dinas Hilfe wäre ich dort nie weggekommen. Ich bin hier, um meine Schuld zu begleichen. Ich stehe in deinem Dienst. Was kann ich dir Gutes tun, um meine Dankbarkeit zu zeigen? Knarz, ich habe dir aus deinem Gefängnis geholfen. Jetzt möchte ich, dass du mir aus meinem hilfst. Ich möchte wieder Teil des Netzwerks der Bäume der Ewigkeit werden und ich bin mir sicher, dass du mir dabei helfen kannst. Knarz und knack. Die Menschen haben das Leben meines Partners durch ihre barbarischen Abholzungen ausgelöscht. So eine Schandtat. Ich werde ihnen nie vergeben können, auch wenn sie behaupten, dass dies ein tragisches Unglück war, das nicht hätte passieren dürfen. Heimtückische Seelen. Naja, Knarz. Nicht nur, dass mir mein geliebter Lebenspartner genommen wurde, ich wurde auch aus unserem Netzwerk der Wurzeln gerissen. Dadurch ist es mir jetzt nicht mehr möglich, Kontakt mit den anderen Bäumen der Ewigkeit aufzunehmen, und ich habe seitdem in Einsamkeit gelebt. Knirz, knarz. Meine Wurzeln mögen bis nach Pandoria reichen, doch leider nicht bis zum nächsten noch lebenden Baum der Ewigkeit. Mein Partner war meine Verbindung zum Netzwerk, das wir zur Kommunikation benutzten. Knarz, knarz, knirz. Ich bin seit Hunderten von Jahren nicht mit meinen Artgenossen in Kontakt gewesen. Knorz. Und ich dachte, ihr, Lisa und Dina, könntet mir dabei helfen.
Verehrter Baum der Ewigkeit, es ist uns eine Ehre, diesen Auftrag anzunehmen. Hast du vielleicht einen Vorschlag, wie wir das machen sollen? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Knurz und Knarz, Knirz und Knarz. Ja, Lisa, ich habe einen Vorschlag. Als Aideen diese Welt betrat, verbreitete sie Leben auf den kargen Felsen. Mit ihrem Gesang, ihrer Musik und ihrem Licht könnt ihr meine Wurzeln dazu bringen, bis zum Baum im Vogelscheuchental zu wachsen. Ach ja, da hinten ist ja einer. Stimmt. Okay, also mit Aideens Licht. Okay. Knarz, schwierig. Aber nein, meine Freunde. Aideen hat es auch geschafft. Ihr könnt das. Du versuchst doch wohl nicht jetzt aus unserer Abmachung zu entkommen. Ihr wollt mich doch nicht enttäuschen, wie all die anderen Menschen dieser Erde. Natürlich nicht. Nicht alle Menschen sind so. Wir werden dich nicht enttäuschen. Aber die Legenden um Aideens Werk sind nur Legenden. Wie sollen wir... Knirz. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Aideen war jedoch erfolgreich. Ihr müsst euch erkundigen, wie sie es gemacht hat. Es handelt sich jetzt auch nur einmal ein paar Wurzeln und nicht ganze Wälder. Aideen hat Leben erschaffen. Solche Wunder sind diesmal nicht nötig. Wie schwer kann das schon sein? Nein, das kann nicht so schwer sein, oder? Meine Wurzeln müssen einfach über die Bucht wachsen. Ihr könnt den Baum der Ewigkeit des Vogelscheuchentals von hier sehen. So nah und doch so fern. Wenn meine Wurzeln den anderen Strand erreichen, werde ich wieder ein Teil des Netzwerks sein. Okay. Ja, da ist der abgeholzte Baum. Ihr müsst mir helfen, Knarz. Wir werden unser Bestes geben. Wir versprechen, alles in unserer Macht zu tun, um dir zu helfen. Knarz. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Aideen konnte es auch. Knurz und Knarz. Ich habe gesprochen. Jetzt liegt es an euch. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Über Wasser reiten? Tote Wurzeln beleben? Wie soll das nur funktionieren? Das hört sich alles etwas seltsam an. Ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Okay. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wir können auf jeden Fall mal die Gegend auskundschaften. Lass uns die Reste der gefällten Bäume der Ewigkeit suchen. Es sollte ein großer Stumpf beim Strand nördlich von hier geben. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Komm. Den habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Komm, Silverkiss. Auf geht's. Genau, da unten ist er. Damals hatte ich nämlich nach dem Baum gesucht und hatte nur den Stumpf gefunden erstmal. So. Hier ist er. Das ist schon ein trauriges Bild. Es ist halt auch echt die Frage, warum? Warum wurde der gefällt? Das hätte doch nicht sein müssen. Wo ist jetzt Lisa? Steht die jetzt da oben? Lisa, wo bist du? Ach da. Lahme Schnecke hier. Hier stand also ein Baum der Ewigkeit, der vor einigen hundert Jahren abgesägt wurde. Bis hier reichen also die Wurzeln der schlafenden Eiche. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Wurzeln über die Bucht und bis zum Strand des Goldblatttals auf der anderen Seite wachsen. Siehst du? Ja, die Frage ist nur, wie sollen wir das machen? Das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach. Ja. Es bleibt nur, zu versuchen, zu testen und unser Bestes zu geben. Aber nicht mehr heute, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, was ist passiert? Wir haben die Aufgabe der schlafenden Witwe bekommen. Sie wird nicht einfach werden. Wir müssen jetzt irgendwie die Wurzeln verbinden mit dem anderen Ufer.
Ja, wie das funktionieren wird und ob das funktionieren wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, ihr Lieben, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.